Verstanden? Entschuldige, ich bin jetzt. Ich muss hier nicht zu nahe kommen. Ja, das bist du aber. Mach, dass du rauskommst. Du, aber auf dem Sofa, da kann ich nicht schlafen. Ja, dann such dir einen anderen Ort zum Träumen. Raus, los! Carla hier. Es ist schön, deine Stimme zu hören. Soweit ist es schon. Ich flirte mit deiner Mailbox. Hanna, ich vermisse dich. Wir müssen uns unbedingt bald sehen. Carla? Wenn du das hörst, ruf bitte zurück, ja? Danke. Hallo, Carla hier. Es ist schön, deine Stimme zu hören. Soweit ist es schon. Ich flirte mit deiner Mailbox. Hanna, ich vermisse dich. Wir müssen uns unbedingt bald sehen. Carla? Wenn du das hörst, ruf bitte zurück, ja? Danke. Hallo, Hanna. Hi. Ich habe gerade erfahren, dass du dich von Lars getrennt hast. Hanna? Noch drei Kaffee, eine Cola und einen Saft. Was kann ich dir bringen? Danke. Ich wollte einfach nur mal kurz reinschauen. Warte. Ich komme gleich nach. Können wir besser reden. Also wirklich von ihm getrennt? Ja. Für uns? Ja. Du weißt doch, was du dich da einlässt. Sonst hätte ich Lars nicht verlassen. Nein. Ich habe mich so nach dir gesehnt. Ich auch. Traum ist, dann kneif mich bitte. Dann haben wir den gleichen Traum. Gut, dass du nicht gleich aufgegeben hast.
Das darf niemals mehr aufhören. Niemals. Jetzt weiß ich ja, dass ich zu dir gehöre. Ich war echt blöd. Wieso? Na, dass ich so lange gebraucht habe. Wir werden alles nachholen. Oh ja. Anna? Anna? Minuten vorher gekommen ist. Der hätte auch nichts gehört. Oh, ja. Da bist du dir so sicher, ja? Oh Mann, ich hasse diese Heimlichtuerei. Man gewöhnt sich an alles. Glaub mir. Luft ist rein. Ich rufe dich an. Kannst den Pensionsausgang nehmen.